Auf dem Campus der Westsächsischen Hochschule Zwickau tragen die Johanniter Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt Thüringen morgen ihre Olympiade der Retter aus. 49 Teams werden in 5 Kategorien an den Start gehen. Sie treten aufgeteilt in Alters- und Erfahrungsklassen an 6 Stationen gegeneinander an. In der Kategorie C, bei den jüngsten Teilnehmern, ist auch ein Zwickauer Team dabei. Dafür wurde im Schwalbennest in Zwickau-Neuplanitz im Vorfeld schon fleißig geübt. Bereits seit 1998 ist die integrative Tageseinrichtung Schwalbennest in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe des Regionalverbandes Zwickau-Vogtland. Nicht nur im Vorab des anstehenden Landesvergleichswettkampfes gehört hier die Ersthelferausbildung zum Alltag der Vorschulgruppe. Speziell im Hinblick auf die Helfer-Olympiade am 2. Juni werden in der Wackelzähne-Gruppe mögliche theoretische Fragen und praktische Handgriffe geübt. Dabei wird Wert auf das sogenannte Vor-Ort-Paket gelegt. Im gespielten Beispiel ist Marie vom Klettergerüst gefallen und Ariella ist gegen einen Pfeiler gelaufen. Schon fast in Fleisch und Blut übergegangen sind Abläufe nach genau solchen Unfall wie folgt zu handeln. Ruhe bewahren. Ansprechbarkeit des Geschädigten testen. Prüfst die Atmung. Seine Atmung überprüfen. Sehr schön. Sachdienlich einen Notruf absetzen. Rettungsleitstelle, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir sind 2 verletzte Kinder. Einmal Handschuhe benutzen. Erste medizinische Versorgung, wie Pflaster auf- oder einen Verband anlegen. Vor Unterkühlung schützende Rettungsdecke über den Verletzten legen. Können da ein bisschen frieren, ja? So, und was ist jetzt ganz wichtig? Grüßen, dann grüßen Sie. So. Warten, bis der medizinische Dienst eingetroffen ist. Das läuft besser als bei manchem Erwachsenen. Es macht auch sichtlich Spaß, dieses Verhalten sowohl spielerisch als auch kindgerecht zu erlernen. Möglicherweise auch schon Ambitionen zu haben, in der Zukunft als Johanniter in der Unfallhilfe aktiv zu sein. Ich möchte gerne mal Arzt werden. Maria, warum? Weil ich mag das. Was magst du? Ich liebe es. Ich spiele auch gerne zu Hause mit meinen Schwestern Arzt. Das ist gut. Und Angeline, warum du? Also ich habe einen Doc Makes Stars ins Koffer und da spiele ich immer mit meinen Kuscheltier das. Und wenn meine Freundin, meine Mama oder andere verletzt sind, kann ich denen dann helfen. Verantwortlich für das Erlernen all dieser Fertig- und Fähigkeiten ist Nadine Langer. Sie hat eine Ersthelferausbildung gemacht und wird die Wackelzähne auch während des Wettbewerbs, allerdings dann nur im Hintergrund, betreuen. Insgesamt haben in der Altersgruppe der 6- bis 11-Jährigen 8 Teams gemeldet. Der Regionalverband Zwickau-Vogtland schickt 2 Anwärter ins Rennen. Neben den Neuplanitzer Wackelzähnen wird auch der Brummkreisel aus Gablenz um den Sieg kämpfen. Die Zwickauer gehen auf alle Fälle gut vorbereitet in diesen Vergleich. Wir nehmen dort teil, um Spaß zu haben, um anderen zu zeigen, wie schön wir das können und auch um stolz auf uns selbst zu sein. Und dann werden wir sehen, was herauskommt an diesem Tag. Aber Sie trainieren ja schon seit Februar. Wie gut schätzen Sie die Fertigkeiten und Fähigkeiten dieser Gruppe ein? Also die Gruppe, die gibt sich immer ganz viel Mühe. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Sie mit sehr viel Spaß und Engagement an dem Tag herangehen und ein gutes Ergebnis erzielen. Dann erklingt vielleicht der Ersthelfer auch als Siegersong. Ich helf dir und du hilfst mir heute Morgen dort und hier. Wir kleben Pflaster, trösten manches Kind, weil wir erste Klasse. Supi. Dann bis